So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das sind die Richtigen. Ja, ihr kennt ja mein Ärgernis. Meine Bekannten waren auf dem Flohmarkt und haben mir gesagt, ah, da sind die Töten, die Wundertöten von Lego Star Wars, die du unbedingt haben willst, weil da immer Luke Skywalker drin ist. Hier ist nirgendwo Luke Skywalker drauf, aber trotzdem ist jetzt immer drin gewesen in die neue. Ich sag, ja, bringt mal mit. Dann, ihr kennt die Geschichten ja, ihr kennt die Videos. Dann haben sie mir mitgebracht. Ich habe gesagt, Darth Vader ist vorne drauf, Luke ist drinne. Und brachte mir diese hier mit. Die Superfett. Darth Vader ist vorne drinne, vorne drauf, Luke Skywalker ist drinne. Aber da in diese Tüte war niemals Luke Skywalker drinne. Ich habe mich geärgert. Aber nichtsdestotrotz habe ich reichlich Teilespendertütchen gekriegt. Aber nichtsdestotrotz, das hier sind die brandneuen und aktuellen Lego Star Wars Super Macht Pack. Das sind die neuesten, kosten 6 Euro. Es gibt noch eine andere mit einem Sturmtrooper drauf, glaube ich, die ist auch noch ziemlich neu. Kommen wir aber beim nächsten Mal zu. Jetzt erstmal 5-mal die Super Macht Pack Wundertüte aufmachen. Und von die 5-mal werde ich bestimmt 3-mal Luke Skywalker drin haben. Der gar nicht abgebildet ist. Aber ihr kennt meine Videos. Ich hoffe es, dass ich ihn jetzt 3-mal drin habe. Zumindest schon mal einmal, dass ich ihn euch zeigen kann. Lieber wäre es mir natürlich ein Mandalorianer. Wäre natürlich super cool. Aber ist selten. Oder ein Sturmtrooper. So. Hier ist ein loses Tütchen. Ich hole es direkt raus. Das lose Tütchen. Luke Skywalker. Lose Tütchen. So, dann habe ich hier das Magazin, wo nichts drauf ist. Sollte drin sein er. Dafür ist Luke Skywalker drin und eine XXL-Karte. Die ist aber leider beschädigt. Ist leider beschädigt. Schade. Hier sollte der AT-AT drin sein. Abgemacht. Luke Skywalker drauf. Ist natürlich viel besser. Luke Skywalker ist mehr wert. Dann zweite Magazin, limitierte Karte und, ja, okay, sage ich jetzt nichts zu, limitierte Karte, schade, dass die XXL-Karte kaputt ist. Und ein Bauteile-Tütchen, schwarze Steine hauptsächlich. So, so rumlegen. Luke, ich weiß nicht warum du in jede Tüte drinne bist, obwohl du gar nicht drauf bist. Aber, wer weiß. Oh, hier ist der AT-AT drinne. Nein! Nein! Da haben sie nicht ausgetauscht. Hier ist er lose. Aber die limitierten Karten, ist er, die sind alle kaputt. Oh, da haben sie nicht ausgetauscht. Ah, so. Einmal ein Fehlgriff. Ah, auch kaputt. Einmal ein Fehlgriff. Zwei Tüten schon aufgemacht. Ich habe ja gesagt, mindestens 3-mal. Irgendwie kurios, oder nicht? Ganz ehrlich. Er ist nicht drauf, er ist aber größtenteils immer drin. Wenn ihr euch auch schon mal wieder eine oder mehrere von diesen Super Machtpack gegönnt habt, von den neuen, hattet ihr auch immer Luke drin? Für mich braucht es nicht zu schreiben, ich habe so viele schon gezogen, aber für alle anderen Zuschauer, falls die den gerne noch haben möchten, mit das silberne Chromschwert, mega cool. Ich finde die Figur, obwohl, da kann man keine Armee von machen. Oder Dorfbewohner? Luke-Bewohner? Nein, Scherz beiseite. Aber so oft da drinne. Der AT-AT. Okay. Und hier ist wieder schöne schwarze
Teile. Aber wieso die limitiert Kadi beschädigt sind? Das ärgert mich. Kommen wir nun zur vierten Tüte. Jetzt wird's aber kritisch. Also der Raumgleiter ist immer drin. So. Jetzt kommt die fünfte und letzte Tüte für heute. Die fünfte und letzte. Es hat die ganze Zeit gepasst, wo ich diese Tüten aufgemacht habe, dass ich 90% nur Luke drin hatte. Warum jetzt so wenig? Aber eine Chance habe ich noch, um die dritte zu kriegen. Nein, diesmal nicht. Nein, ärgerlich. Aber sowas von. Das ärgert mich jetzt. Ich weiß nicht warum, aber es ärgert mich. Also der Raumgleiter ist immer drin. Ärgert es mich jetzt, dass ich nur zweimal habe. Ich habe versprochen, ich zeichne euch dreimal. Ich könnte hinterher mir die Schublade aufmachen. Aber nein, zweimal nur drinnen. Obwohl, ja, man darf ja nicht meckern. Der sollte eigentlich gar nicht drinnen sein. Aber Mandoyana wäre mir lieber gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ihr habt es gesehen. Zweimal war er dabei. Schade drum. Ich werde irgendwas von Lego Star Wars unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch letzte Zeit eine Wundertüte davon gegönnt habt, wie oft ihr ihn drin hattet. Aber das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.